worüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen? Ich möchte darüber sprechen, dass Galle ein ganz besonderer Saft ist. Meine Forschungskarriere sozusagen habe ich mich immer mit Galle in irgendeiner Form beschäftigt, schon seit meiner Doktorarbeit und bin diesem Thema auch treu geblieben. Und heute werden wir ein bisschen mehr über die Gallensteine reden und weniger über die Hormonwirkung der Galle. Also, was will ich Ihnen erzählen? Keine Sorge, das sind die einzigen chemischen Formeln, die Sie zu sehen kriegen. Aber was ich Ihnen letztlich sagen möchte, Galle und Gallensäuren oder Salze werden in der Leber aus Cholesterin gebildet. Wir als Menschen haben ein Problem, Cholesterin auszuscheiden. Es gibt manche Tiere, die können das einfacher als wir. Wir haben nur zwei Arten, Cholesterin loszuwerden. Und das ist einmal, wenn wir das in Gallensäuren umwandeln und wenn wir es mit der Galle ausscheiden. Und dazu brauchen wir auch die Gallensäuren, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Also Cholesterin, und das ist leider gar nicht so viel, das sind 0,5 Gramm am Tag, was wir umwandeln in Gallensäuren. Dann, das findet in unseren Leberzellen statt und dann geht die Galle in die Gallenwege, wird zwischendurch mal hier in dieser Gallenblase, über die wir heute mehr hören werden, gespeichert. Und wenn Sie dann nachher beim Mittagessen waren, hinterher hoffentlich entleert sich diese Gallenblase und hilft unserer Fettverdauung. Die Galle gelangt in den Dünndarm und macht hier die Resorption der Nahrungslipide möglich, gemeinsam mit der Bauchspeicheldrüse. Die Gallensäuren sind aber für unseren Körper so wertvoll, dass wir 90% aus diesem Darm, und zwar aus dem Dünndarm hier unten, wieder rückresorbieren. Das geht mit dem Blut zurück zur Leber und dann wiederholt sich dieser Kreislauf der Neuausscheidung 6 bis 10 Mal am Tag für uns. Wir verlieren nur ein halbes Gramm pro Tag mit dem Stuhl und das ist, was wir an Cholesterin pro Tag verbrauchen. Und wenn Sie sich das mal angucken, so sieht Cholesterin aus, so sehen Gallensäuren aus, das ist ziemlich klar erkenntlich, dass die voneinander abstammen. Also Cholesterin ist der Grundbaustein für die Gallensäuren, da sind so 17, 18 Schritte dazwischen. Und im Darm, die paar Gallensäuren, die es hier in den Dickdarm schaffen, die werden dann durch Bakterien, unser Mikrobiom, nochmal verändert. Und wir kennen mittlerweile ganz viele Gallensäurespezies. Dass die Galle ein besonderer Saft ist, das weiß man schon deutlich länger. Sie erinnern sich vielleicht an die Vier-Säfte-Lehre. Was mir da immer besonders gut gefällt, muss ich sagen, dass Galle zweimal vorkommt. Das spricht so dem Hepatologen total an. Wir haben die gelbe Galle, das ist das, was wir heute, denke ich, als Galle bezeichnen. Das ist potenziell der Choleriker als Typ und da ist die Leber eben mit verbunden. Aber es gibt auch die schwarze Galle, die wird der Milz zugeordnet und Milz und Leber sind eigentlich funktionell in Serie geschaltet. Das wäre der Melancholiker. Also, dass Galle sehr, sehr wichtig ist, ist schon lange klar. Und Sie haben sicherlich auch alle schon mal Galle in irgendeiner Form in der Hand gehabt, denn die meisten von Ihnen werden vielleicht schon mal Flecken mit Gallseife bekämpft haben. Dass man Galle für alles Mögliche benutzen kann, wird da auch wieder deutlich. Das ist nämlich Kernseife und Gallensäuren haben eine Seifenfunktion, gemischt zum Beispiel mit Rindergalle. Also ich habe auch immer was davon zu Hause, ist fantastisch, wenn Sie einen Fleck nicht rauskriegen. Also die meisten werden schon mal Galle benutzt haben. Es war dann auch nach dem Krieg Galle als Grundlage für Medikamente und auch die ersten Lifestyle-Medikamente. Sie sehen hier Bile Beans als Laxativ. Also wir wissen ja, Galle macht durchaus Durchfall und das hat man hier therapeutisch genutzt. Und das wird sogar noch besser, wenn man sich das anguckt, glaubt man, man hat eigentlich hier Werbung vor sich für diese neuen Abnehmensspritzen. Also Galle macht einen schön, Galle macht einen schlank. Also ganz so kann ich das jetzt mit heutigen Erkenntnissen nicht unterschreiben, aber da ist auf jeden Fall ein Hauch Wahrheit dabei, weil auch Galle im Darm GLP-1 freisetzt. Das ist ja das, was in diesen Spritzen von Ozempic, Wegovy drin ist. Das kann Galle im Darm auch. Leider haben wir halt nicht so viel Galle im Darm, dass das in richtigen Massen kommt. Aber wir wollen uns heute mit der Frage, wie kommt es denn nun zu einer Steinbildung, beschäftigen. Wenn wir uns nochmal anschauen, was ist Galle eigentlich? Galle besteht zu fast 80% aus Wasser und Elektrolyte. Elektrolyte ist letztlich die gelösten Substanzen, die wir auch im Blut haben. Sei es Natrium, sei es Kalium, sowas. Dann ist der nächste wichtigste Bestandteil hier, sind die Gallensäuren. Die habe ich jetzt schematisch immer in grün gemacht. Dann Phospholipide in grau. Und Cholesterin
macht nur 1% aus. Sie wissen alle, Fett schwimmt oben auf der Suppe und der Soße. Sie müssen was tun, um das untergerührt zu kriegen, um es in Lösung zu halten. Das heißt, wir können hier gar nicht so viel Cholesterin lösen. Und Bilirubin, das ist der Abbaufarbstoff von unseren roten Blutkörperchen. Der verleiht der Galle diese gelb-grüne Farbe. Und wer nachher möchte, ich habe ein paar Gallensteine mitgebracht, die schwimmen sozusagen auch in Konservierungsflüssigkeit, aber die geben so ein bisschen Galle ab. Das heißt, die Flüssigkeit, die da drin ist, hat so eine klassische Gallefarbe, wenn Sie nach unseren beiden Vorträgen vorkommen wollen. Wir haben so ein bisschen was mitgebracht, was Sie auch angucken können. Also, wie kriegen wir jetzt das Fett in Lösung, also das Cholesterin? Das kriegen wir in der Galle in Lösung. Das hier ist wieder das Cholesterin. Ich habe das wie so eine Butter gezeichnet. Das hier sollen die Gallensäuren sein und in Grau hier mit dem Köpfchen und den zwei Beinen, das sind Phospholipide. Und das nennen wir eine gemischte Mizelle, weil es besteht eben aus verschiedenen Bestandteilen. Und das ist die Möglichkeit, eben das Fett in Lösung zu halten. Dass das nicht so richtig klappt, zeigen uns die Zahlen auch der deutschen Bevölkerung. Wir sind durchaus ein steinreiches Land, auch was die Gallensteine angeht. 10-20% unserer Bevölkerung haben Gallensteine. Ich zeige Ihnen gleich noch, das nimmt mit dem Lauf des Lebens zu. Und das heißt, die Gallenblasenentfernung, über die Professor Perakis im Anschluss gleich reden wird, ist eine der häufigsten Operationen in Deutschland mit knapp 200.000 Gallenblasenentfernungen im Jahr. Wie sieht für uns so eine Gallenblase und so ein Gallenweg aus? Das hier ist ein Endoskop, ein spezielles, womit man den Gallengang sehen kann. Und hier ist Kontrastmittel über diesen Katheter in den Gallengang gegeben. Sie sehen hier wunderschön die Gallenwege in der Leber, die wäre hier außen rum. Aber was Sie auch sehen, ist dieses Gebilde hier. Das ist die Gallenblase und eigentlich, wenn die steinfrei wäre, würde die sich komplett mit Kontrastmittel füllen. Aber diese ganzen hellen weißen Dinger hier, wo das so durchscheint, das sind alles Steine. Und hier der ganze Gallengang ist auch voller Steine bei dieser Person. Das ist ein klassischer Bauchultraschall. Man sieht hier die Leber, wunderschön glatt begrenzt. Hier unten dran als schwarze sozusagen Struktur hängt die Gallenblase und diese weißen Dinger, die hinten so einen Schallschatten machen, das sind wieder Gallensteine, wie sie da dran hängen. Und daneben sehen Sie, wie sehen die aus, wenn die Gallenblase rauskommt. Das sind auch Fotos von Herrn Perakis. Hier so ein klassischer Gallenstein. Hier sehen Sie mehrere Gallensteine in einer doch sehr zart bewanderten Gallenblase. Also das gehört zu den häufigsten Eingriffen in Deutschland. Kollegen aus Kiel haben sich auch mit der Frage beschäftigt, was macht denn nun ein Gallenstein in seinem Innersten aus? Also wo besteht der? Und man muss sagen, für uns in Deutschland ist das so, dass 90% dieses Steins aus Cholesterin bestehen. Also das ist ehrlicherweise ein Fettstein. Und wenn Sie die aufschneiden, sind die meistens in der Mitte, haben Sie so einen kleinen schwarzen Kern. Und das braucht man, um einen Stein zu bilden, brauchen Sie einen Kern, um den rum sich das Fett anlagert. Ein sehr geringer Teil der Steine sieht so aus, also ganz schwarz. Wenn Sie die hier in die Hand nehmen könnten, die sind weich, die können Sie zerdrücken. Das macht das Leben des Gastroenterologen leichter. Ich zeige Ihnen gleich auch noch, wieso. Die hier sind wirklich hart, die sind so ein Problem für den Endoskopeur. Und das sind auch Steine, wie wir auch gerade schon in dieser einen Gallenblasen gesehen haben. Das nennen wir die Infektsteine oder die gemischten Steine. Wenn diese Gallensteine in Kontakt mit Bakterien kommen, dann werden die auch etwas härter und ein bisschen brauner. Also, wie gesagt, der Großteil sind klassische Cholesterinsteine. Das macht sie etwas weicher, macht sie für uns endoskopisch leichter behandelbar. Diese Pigmentsteine, das ist vor allen Dingen Bilirubin, das sehen wir bei den Personen, die ganz viel Blut abbauen und vorzeitig Blut abbauen. Das haben Sie bei hämatologischen Erkrankungen, wir nennen das eine hämolytische Anämie, wo das Blut vorzeitig zerfällt. Das kann man angeboren oder erworben haben, aber das sind die Personen, die typischerweise diese Steine haben. Also, wie halte ich denn jetzt nun Cholesterin in der Galle in Lösung? Das halte ich in Lösung, indem ich wenig Cholesterin habe und viel Gallensäuren und Phospholipide. Sie haben ja gesehen, die machen auch einen größeren Bestandteil aus. Wenn das Ungleichgewicht verschoben ist oder das Gleichgewicht verschoben ist zu viel Cholesterin, deshalb habe ich das mal hier nach unten gemalt, zu wenig Gallensäure und Phospholipide und es reicht schon, wenn eins von beidem reduziert ist, dann habe ich die Chance, Gallensteine zu bilden.
Das hier sieht ein bisschen komplex aus, ist auch aus den 70ern, ist aber total gültig. Was Sie hier sehen, ist Cholesterin, Phospholipide, Gallensäuren. Das gleiche Spiel wie hier. Cholesterin, 100% Cholesterin, das ist absolut nicht in Lösung zu halten. Phospholipide, 100% ist hier unten. Gallensäuren, 100% ist hier. Sie sehen viele Phospholipide, viele Gallensäuren. Dann sind wir hier unten in dem Bereich, den ich grün gemalt habe. Das ist der grüne Bereich. Da bilde ich diese Myzellen. Myzellen können schwimmen und wir können es ausschalten. In dem Moment, wo ich mehr Cholesterin habe, bilde ich Kristalle. In dem Moment, wo ich weniger Phospholipide oder Gallensäuren habe, also diese Waage hier hochgeht, bilden wir Flüssigkristalle. Und aus denen können dann mit der Zeit schöne Steine, wie wir sie Ihnen gezeigt haben, heranwachsen. Was braucht es noch? Es reicht nicht nur Cholesterin zu haben, das ist aber die wichtigste Voraussetzung. Sie brauchen irgendwas, was diesen Kristallisationsprozess auslöst. Also Sie brauchen einen Kern. Wir nennen das den Nukleationsfaktor, das ist häufig das Bilirubin oder Schleim. Galle enthält auch Schleim. Und es gibt aber auch hemmende Faktoren und wenn man da zu wenig hat, dann kommt es zu diesen Kristallen. Und dann braucht es auch noch Zeit, bis sich so ein Riesenstein bildet. Also den kann ich nicht über Nacht bilden, da bilde ich maximal Grieß. Es braucht also Zeit. Und die Zeit kann ich diesem Stein zum Wachsen geben, wenn ich meine Gallenblase nicht entleere. Und es gibt Situationen, da entleeren wir unsere Gallenblasen nicht. Also wenn Sie jetzt in einen Hungerstreik treten, werden Sie Ihre Gallenblase nicht entleeren. Wenn Sie bei uns leider auf einer Station landen, wo wir Sie nüchtern halten müssen oder Ihren Darm mal nicht benutzen dürfen und Sie zum Beispiel über die Vene ernähren, dann haben Sie ein Risiko, Gallensteine zu bilden. Und es gibt auch Hormone und Medikamente, die die Gallenblase lähmen. Und bei uns Frauen ist das typische Event ist die Schwangerschaft. Weibliche Geschlechtshormone machen eine Gallenblasenverlangsamung, sorgen auch dafür, dass wir weniger Gallensäuren ausscheiden. Und deshalb ist eine Schwangerschaft so ein Moment, wo viele Frauen ihren ersten Gallenstein entwickeln. Das hier ist so fast ein Tonnenstein, wenn Sie sich mal das Maßband hier angucken, von 5 bis 12, also so ein 7 cm Stein, der hat schon ein bisschen da inkubiert, bis der in dieser Größe vorhanden war. Was sind jetzt Risikofaktoren? Risikofaktoren, an denen Sie und ich nichts ändern können, da braucht man eigentlich gar nicht so wirklich drüber reden, die bringen wir mit. Und das ist was unser sozusagen Schicksal ist. Die habe ich deshalb unveränderbare Risikofaktoren genannt. Genetisch, wir glauben, dass ein Viertel des Gallensteinrisikos genetisch ist. Wir kennen sogenannte Steingene, wir nennen die Lit-Gene aus dem Englischen. Dann unser Alter, das schreitet leider fort und je älter wir werden, desto höher ist unser Risiko, Gallensteine zu entwickeln. Und das weibliche Geschlecht, das liegt an den weiblichen Geschlechtshormonen, die die Gallenblase doch eher entspannen, als sie zu aktivieren, hat ein höheres Risiko. Wir haben aber auch veränderbare Risikofaktoren. Die hochkalorische Nahrung, vor allen Dingen viel Kohlenhydrate, wenig Ballaststoffe, was wir aber auch für andere Erkrankungen predigen und Ernährungsmedizin war ja eines der ersten Themen hier, körperliche Inaktivität und das Übergewicht sind auch klassische Risikofaktoren für Gallensteine. Hinzu kommt eben die Hormontherapie, da sind sozusagen die weiblichen Geschlechtshormone betroffen. Das hier ist die komplett über die Vene durchgeführte Ernährung, das ist ein medizinisches Problem. Und was heute ja auch eine Rolle spielt ist und was auch in der chirurgischen Klinik gibt es eine große Ambulanz für bariatrische Chirurgie und schneller Gewichtsverlust. Also wenn Sie sehr, sehr schnell Gewicht verlieren, dann bilden Sie auch zu 25% Gallensteine in dieser Phase und zwar innerhalb von 6 Monaten aus. Da greifen wir heute therapeutisch ein, indem wir den Patienten ein Gallensalz oder Gallensäure zuführen, die sehr wasserlöslich ist. Wir verschieben damit das Gleichgewicht zugunsten der Gallensäure. Und das heißt, diesen Personen geben wir Ursodeoxycholsäure. Was ich nicht aufgeführt habe, aber was auch funktioniert, ist, Kaffee ist protektiv, allerdings müssen Sie 4 bis 6 Tassen
Filterkaffee trinken. Also das senkt das Gallensteinrisiko auf 50%. Es macht es nicht null, aber wir Hepatologen mögen den Kaffee sowieso, weil es auch eine Leberfibrose entgegenwirkt. Das heißt, unter 3 Tassen trinke ich nicht. Er weiß das. Ich fange morgens früh an und ich habe so einen Hafen, damit ich auf meine 3 bis 4 Tassen komme, weil das ist einfacher als den ganzen Tag Sport zu treiben. Also wir nennen das die 6 Fs. Das sind die Risikofaktoren, so bringen wir das unseren Studenten bei. Das ist eben in Englisch. Fair, das spricht für unsere Komplex. Zum Beispiel in Japan bilden sie viel, viel weniger Gallensteine. Dafür gibt es indigene Völker, wo fast 100% der Bevölkerung Gallensteine haben. Also unsere kaukasische Komplexität ist das für fair. Female steht eben für das weibliche Geschlecht oben. 40 steht für unser Alter. Family für die weiblichen Geschlechtshormone. Fett für die Übergewichten. Und Family, sorry, für die Gene. Und Fertile für unsere weiblichen Geschlechtshormone. Also so merken sich die Studierenden das, weil eine Frage zu den Gallensteinen kommt eigentlich immer in der Klausur. Reden wir nochmal über die Genetik. Sie müssen jetzt nicht in Panik verfallen, dass 25% des Risikos genetisch ist. Was bedeutet das überhaupt, wenn ich ein genetisches Risiko habe? Ich habe hier mal so ein umgekehrtes Dreieck gemalt. Hier unten ist das Risiko ganz niedrig und hier ist es ganz hoch. Und was bedeutet das hier? Diese Seite hier ist die Genvariante, also das, was Sie haben, was Sie von Ihren Eltern bekommen haben, ist die Krankheitsursache. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das die Krankheitsursache ist, steigt nach hier oben. Hier in dieser Region, wo eine genetische Variante grundsätzlich, also in 100% zu einem Gallenstein führen würde, das haben wir fast gar nicht. Also so ein hohes Risiko haben wir im Moment gar nicht. Aber es gibt Patienten mit sehr, sehr seltenen Erkrankungen, die doch ein sehr hohes Risiko haben. Also wenn Sie die Gesamtpopulation dieser Patienten sehen, kriegen so 80 bis 90% einen Gallenstein. Keine Sorge, das wird keiner von Ihnen hier haben, weil diese Personen fallen im Kleinkindesalter auf. Ich habe Ihnen eine Genvariante mitgebracht, nicht erschrecken, wir geben denen so witzige Namen. Das ist ABCB11, das sind ABC-Transporter aus der Klasse B, das 11. ist eines meiner Lieblingsgene. Weshalb? Weil das ist die Gallensalz-Exportpumpe. Das ist unser Gallensalz-Transporter. Wenn Sie den nicht haben, keine Gallensalze in der Galle. Ich habe Ihnen gesagt, Sie brauchen Gallensalze und Phospholipide, um Cholesterin in Lösung zu halten. Wenn Sie jetzt also keine Gallensalze ausscheiden können, dann macht das natürlich Sinn, dass Sie Gallensteine bilden. Ist ultra selten, 1 zu 50.000 bis 1 zu 100.000. Also das ist nicht die Ecke, in der wir alle uns im Saal hier bewegen. Wir bewegen uns hier am unteren Ende des rechten Spektrums. Das heißt, wir haben häufige Varianten. Wir haben alle häufige Varianten. Wenn Sie jetzt mein Genom analysieren, kommen Sie da auf fast 1 Million Varianten. Das macht uns individuell unterschiedlich. Das gilt für sein Genom genauso. Aber wir haben häufige Varianten, die mehr als 1% bis 10% der Bevölkerung haben. Die haben aber nur einen moderaten Effekt. Und ein Beispiel ist ABCG5G8. Das ist schon wieder ein ABC-Transporter, ist in dem Fall der Cholesterintransporter. Wenn Sie also jetzt mehr Cholesterin in Ihre Galle schaffen, dann verschiebt sich schon wieder das Gleichgewicht. Und diese Variante ist nicht sonderlich selten, die ist relativ häufig, 7% der deutschen Bevölkerung haben die, aber das Risiko für den Gallenstein ist nur 1,5 bis 2-fach erhöht. Na, da kann ich auch ein bisschen mehr Kaffee trinken, dann habe ich dieses genetische Risiko schon wieder nivelliert. Ja? Also das ist wenig Risiko, braucht man sich wenig Sorge machen. Wir nennen das deshalb Modifier-Gene, die beeinflussen eine Erkrankung, aber sie lösen sie nicht alleine aus. Sie brauchen immer das Puzzle von allem. Dann gibt es dazwischen noch den gelben Bereich. Das sind typischerweise Familien, die Gallensteinleiden haben. Das nennt sich das LPAX-Syndrom, das heißt niedrige Phospholipide. Die brauche ich ja auch, um in Lösung zu halten. Das sind gar nicht so wenige. Darauf sind wir auch spezialisiert. Da haben wir einige Patienten. Ich habe Ihnen auch gleich noch ein Bild von so einem Gallenstein bei einem LPAX-Patienten mitgebracht. So, was passiert denn jetzt, wenn Sie einen Gallenstein bilden? Ist das schlimm? Nee, das ist erstmal gar nicht schlimm, weil 3/4 der Personen, die einen Gallenstein haben, merken nichts davon und werden auch zeitlebens nichts davon merken. Sondern im Zweifelsfall haben Sie mal einen Ultraschall in einem Checkup bekommen oder aus einem anderen Grund und da hat jemand gesagt, Sie haben aber einen Gallenstein. Ja? 25%, aber immerhin 1/4 hat Beschwerden.
Und was sind denn das für Beschwerden? Das ist hier eingezeichnet. Unspezifische Oberbauchschmerzen, man weiß gar nicht, wo es genau hinkommt, oder auch sogenannte Koliken. Koliken bedeutet, dass Sie kurz ganz, ganz schreckliche Schmerzen haben. Also wenn Sie eine Skala 1 bis 10 haben, dann ist das 10 von 10, das ist unerträglich. Und dann haben Sie wieder eine Phase, wo es leichter wird und dann passiert das Ganze wieder. Also da ist klar, man sollte den Arzt aussuchen. Und das passiert immer dann, wenn ein Stein in einem engen Kanal festhängt. Dann werden Sie eine Kolik kriegen. Wie entsteht denn jetzt eine Gallenblasenentzündung eigentlich? Und was ist das? Also in unserem Fachjargon nennen wir Gallensteine in der Galle. Kohle steht für die Galle, Zysto ist die Blase, das ist die Galle, Lithiasis ist das Stein. Also das ist der Stein in der Gallenblase. Der hat erstmal ja keinen Krankheitswert. Wenn jetzt aber ein Steinchen sich auf den Weg macht und hier den Abfluss aus der Gallenblase verlegt, auch wenn das mal kurzfristig ist, dann kriegen Sie A, Schmerzen und B, wird das hier alles rückgestaut und dann kann das hier so rot werden. Die Wand wird dick, es kommt zu einer Entzündung, es können Bakterien einwandern und dann ist es Zeit, Ihren Chirurgen anzurufen, um sich von dieser Gallenblase, die dann eine Itis hat, Itis heißt immer Entzündung, zu trennen. Weshalb trennen wir sie von diesem Organ dann? Wir trennen sie aus dem Grund von dem Organ. A, der Entzündungsfokus muss weg. Und das eine ist, die Patienten, die einmal eine Komplikation ihrer Gallensteine haben, haben ein hohes Wiederholungsrisiko. Das ist der Grund. Aber es gibt weitere Komplikationen. Also so eine Kolik wollen sie nicht jede Woche haben, auch nicht einmal im Monat. Es kann zur Entzündung der Bauchspeicheldrüse kommt, zeige ich Ihnen gleich. Es kann zur Entzündung des Gallengangs kommen, habe ich auch nochmal schematisch aufgemalt. Es kann mal zu einem gallensteinbedingten Darmverschluss kommen, haben wir so zweimal im Jahr, würde ich sagen. Wirst du gleich noch was zu sagen? Und die Gallensteine sind durchaus auch ein Risiko, gerade diese riesigen, wo ich Ihnen vorhin ein Bild gezeigt habe, ein Gallenblasenkarzinom zu entwickeln. Wie kommt es jetzt zur Bauchspeicheldrüsenentzündung? Der Gallengang hier in grün eingemalt und der Bauchspeicheldrüsengang hier, die münden bei den meisten von uns gemeinsam oder in ganz enger Nachbarschaft in den Zwölffingerdarm. Da kommen also unsere beiden Verdauungssäfte zusammen. Einmal die Galle und einmal die Bauchspeicheldrüse, die wir auch ganz dringend für die Verdauung brauchen. Wenn jetzt hier dieser Stein, der sich hier auf dem Weg gemacht hat, aus der Gallenblase hier runter ist und jetzt hier festsitzt, der sitzt jetzt an der sogenannten Papille, das ist die Engstelle, wo diese beiden Gänge zusammen in den Zwölffingerdarm münden, dann staut er hier beide Gänge zurück. Also wir haben in Rot den Stau zurück in die Bauchspeicheldrüse und hier in Grün angezeichnet zurück in die Leber, in den Gallenwegen, ja? Und das kann beides sich entzünden. Müssen sich das bei der Bauchspeicheldrüse so vorstellen, dieser Saft kann Fleisch auflösen, also der ist durchaus aggressiv und deshalb ist der normalerweise nicht aktiv in diesem Organ. Der wird erst aktiv, wenn der in den Zwölffingerdarm kommt. Wenn Sie jetzt aber ein Abflusshindernis schaffen, dann kann der schon im Organ aktiv werden und dann fängt die an, sich selber zu verdauen. Das tut weh, das macht freie Flüssigkeit und das ist eines der potenziell schwerwiegendsten internistischen Krankheitsbilder. Muss nicht immer gleich so schwer verlaufen, aber das ist die Gefahr und das heißt, dieser Stein muss da weg. Das heißt, was ist die Therapie? Bei dieser Situation, wir sollten den Gallenstein bergen, das machen wir endoskopisch. Wir sollten die Bauchspeicheldrüsenentzündung behandeln und dann wegen des Wiederholungsrisikos bitte möglichst zeitnah diese Gallenblase durch die Chirurgen entfernen lassen. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel. Wie ist das? Eine 70-jährige Person stellt sich in der Notaufnahme vor, weil neue Oberbauchschmerzen und eine Gelbverfärbung der Haut aufgetreten ist. Außerdem erstmalig erhöhte Temperatur. Also da denken wir schon, erhöhte Temperatur ist nicht gut, das spricht für einen Infekt. Gelbsein ist nicht gut, das heißt, da gibt es irgendwo einen Stau am Gallengang. Oberbauchschmerz passt auch dazu. Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes und bekannte Gallensteine durch den Hausarzt. Wir haben alles befragt, wir haben körperlich untersucht, wir haben Blut weggeschickt und wir nutzen die Zeit, bis wir auf die Blutwerte warten, um das Ultraschallgerät auf den Bauch des oder der Patientin zu halten. Wenn Sie das hier sehen, das ist eine Leber und da gibt es viel zu viele schwarze Gänge. So viele Gänge sehen Sie nicht auf einer normalen Leber. Wenn Sie Ihren Farbdoppler, den sehen Sie hier in Pink, einschalten, merken Sie, dass es hier Gänge gibt, die keinen Doppler haben. Das bedeutet, kein Doppler ist kein Fluss,
also zumindest kein Fluss, den das Gerät messen kann, also kein Gefäß, also ist das ein Gallengang. In der Leber sollten Sie die Gallengänge nur im Millimeterbereich sehen, und zwar unter 2 mm. Das hier ist aber doch deutlich weiter. Da, wo ich die Gallenblase vermutet habe, gibt es nur dieses Ding hier, kaum abgrenzbar, alles weiß, alles Schallschatten. Das hier ist alles schwarz, das ist ein Schatten, weil das Ding ist voller Gallensteine. Und wenn man sich dann die Leberpforte hier oben, sehen Sie, die Leber anhängt, das wäre das zuführende Gefäß zur Leber aus dem Darm. Das hier ist der Gallengang, dann schwebt da dieser Gallenstein wieder mit dem Schallschatten. Und das Labor, das hier ist der Gelbfarbstoff, 8-fach erhöht, Gamma-GT und ALP sind Gallengangsmarker auch erhöht und auch die Lipase für die Bauchspeicheldrüse auch schon erhöht. Das passt zum Bild. Dieser Patient muss einen Gallenstein festsitzen haben, auf jeden Fall irgendwo in Höhe der Papille. Dass er auf jeden Fall welche im Gang hat, sehen wir hier, das ist nicht die Papillenhöhe. Also was muss ich tun? Wir nehmen den stationär auf, wir behandeln die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die beginnt, aber ich muss den Stein bergen. Wie machen wir das? Wir machen das endoskopisch mit einem Gerät, was aussieht wie ein Magenspiegelungsgerät, aber die Videokamera nicht vorne hat, sondern zur Seite reinguckt. Also müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie plötzlich Auto fahren und Sie könnten nur zu Ihrem linken Fenster rausgucken, ist gar nicht so einfach. Das heißt, das braucht Übung, das Gerät in den Zwölffingerdarm einzufügen. Das machen Sie nicht in Ihrer ersten Gastroskopiestunde, weil Sie sehen nur auf die Seite raus. Wenn Sie aber im Zwölffingerdarm angekommen sind, ist das fantastisch, weil Sie sehen jetzt in der Seite, und zwar die Papille ist nämlich hier, der Gallengang und Bauchspeicheldrüsengang münden 90 Grad hier in die Seite. Dann sehen Sie hier, das ist die Mündung und man sieht hier schon, das ist vorgewölbt, da ist am ehesten ein Stein drin. Wir gehen dann mit dünnen Kathetern und Drähten hier rein. Dann sehen Sie schon, das schiebt sich auf, das Gewebe, da wird noch ein Schlitz gemacht und dann führen wir die Instrumente ein. Und Sie sehen hier über diesen Katheter, da fließt schon Galle zurück, ist schön gelb, geben wir Kontrastmittel. Sie sehen, das haben Sie vorhin schon gesehen, diesen Gallengang, da sind hier lauter Steine und diese Gallenblase ist steinreich. Und jetzt muss dieser Stein da raus. Das machen wir, indem wir Körbchen oder Ballons einführen. Ich habe Ihnen das auch mitgebracht, Sie können das nachher mal anfassen. Also Sie sehen, die Schwester steht ein bisschen von einem weg. Das ist ziemlich lange Instrumente. Das ist erst eingefahren und dann, wenn man drin ist, deshalb macht man das zu zweit, fährt man das aus, der Stein soll hier rein, dann zieht man es zusammen und zieht das Ganze wieder rein. Und diese Cholesterinsteine können wir damit auch zerdrücken und bergen. Können Sie nachher vorkommen, gerne anfassen. Das sind die Körbchen, mit denen wir Steine bergen. Alternativ haben wir sogenannte Extraktionsballons. Das ist alles immer auf einem Draht aufgefädelt. Die sind sehr, sehr lang. Das Gerät selber hat schon 1,60 und Sie sehen hier vorne diesen kleinen Ballon. Ein Gallengang ist nämlich gar nicht so weit. Das läuft wieder genauso. Sie schieben den im entspannten Zustand nach oben am Stein vorbei. Die Schwester macht den auf, sie sind hinter dem Gallenstein und sie ziehen alles zusammen zurück in den Zwölffingerdarm. So wie Sie das hier sehen, die Steine purzeln dann in den Darm und die sind hoffentlich klein, weil Sie sie auch zerdrückt haben, damit Sie dann eben keinen Darmverschluss machen. Größere versuchen wir dann auch mal nach oben rauszuziehen, sowas habe ich mitgebracht. Jetzt mal wieder hier. Also so bergen wir Steine. Ich habe Ihnen noch einen Fall mitgebracht, dann lernen wir, wie wir die Gallenblase rauskriegen hinterher. Das ist jetzt eine junge Person, die rechtzeitigen Oberbauchschmerz hatte. Anstieg der Laborwerte, die dafür sprechen, dass wir eine Verlegung irgendwo der Gallenwege haben. Und bei so jungen Personen sind Tumore eher unwahrscheinlich. Da ist es meistens schon irgendwas mit einem Stein, auch wenn Steine im jungen Alter ebenfalls untypisch sind. Das heißt, Sie müssen bei so jungen Personen wirklich, wirklich rausfinden, was los ist. Und sonografisch hat man nicht viel gesehen. Deshalb haben wir der jungen Person ein MR gemacht. Was Sie hier letztlich sehen, ist eine sehr schöne Gallenblase. Hier sehen Sie Gallenwege und hier sehen Sie schwarz. Und schwarz bedeutet, da fehlt was, also da ist irgendwas. Und ob das jetzt Tumor ist oder Stein, kann man so nicht sagen, wenn ich nicht sehe, was da steckt. Das heißt, wir haben gesagt, wir stellen diese Gallenwege mit einem Videogerät dar. Das nennt sich eine Cholangioskopie. Also wir können über unsere Drähte noch eine zweite Kamera in den Gang einfügen, um rauszufinden, was hat die junge Person da. Und Sie sehen wieder hier im Röntgen das Gerät. Man sieht hier den hochgeführten Draht. Der ist auch nochmal hier röntgendicht. Und der Spezialist kann hier schon erkennen, was los ist. Das wird eher keine Tumordiagnose.
Atemhypnose, Aufatmen für alle. Wir sehen hier wieder dieses Bild, einem an dem anderen. Das sind keine Luftblasen, sondern diese Aussparungen hier sind ein Steinchen neben dem anderen. Und wenn man die dann birgt, und hier kann man das Bild eben sehen, weil ein Cholangioskop mit drin steckt, das ist in den Gallenwegen, dann sehen Sie schon hier der Stein, ja, und wie der zerfasert, das ist ein klassischer Cholesterinstein, schön weich, die kriegt man raus. Bei einer jungen Person gucken wir durchaus auch, wie ist das genetische Risiko, um zu entscheiden, wie macht man denn weiter. Gallenblase muss raus, ist klar, aber sie können auch in der Lebersteine bilden, insbesondere wenn sie hier eine Prädisposition haben. Wir haben also die Genetik gemacht. Die Person hat auch die häufigste Variante, wie gesagt 7% der europäischen Bevölkerung. Das wird aber dafür nicht reichen. Aber diese Person hat das, was wir ein klassisches LPAC-Syndrom nennen. Der Phospholipidtransporter ist defekt. Das heißt, das Verhältnis Gallensäuren-Phospholipide zu Cholesterin verschiebt sich in die falsche Richtung. Das haben nur 7 Promille der europäischen Bevölkerung. Und das behandeln wir, indem wir die Gallenblase rausnehmen lassen. Und dieses flüssige oder flüssig machende Gallensalz, Ursodeoxycholsäure, lebenslang geben. Dann verschieben wir das Verhältnis wieder in die richtige Richtung. Dann entwickeln die keine Lebererkrankung. Und typischerweise ist auch das Steinrisiko deutlich verringert. Genau. Wie geht es weiter mit den meisten Patienten? Die meisten Patienten lernen die Kollegen der Chirurgie kennen. Und zwar zeitnah, meistens auch im gleichen Aufenthalt. Und deshalb würde ich jetzt gerne an meinen Kollegen übergeben. Ich möchte noch meinem Team danken. Das alles macht man immer alles nicht alleine, sondern das macht man als Team. Und würde dann an dich übergeben. Und wie gesagt, wir beantworten gerne Fragen hinterher. Sie können sich gerne das anschauen. Ich habe auch Gallengang-Stents mitgebracht. Du hast auch einiges mitgebracht, um Ihnen zu demonstrieren, was wir da eigentlich machen, wenn wir Steine bergen oder Gallenblasen bergen. Ich bin richtig froh, hier zu sein, mit Ihnen so einen Teil des zweiten Advents mitzufeiern. Und denn das Gallensteinleiden bzw. die Probleme mit der Galle, die sehen wir als Chirurgen gehäuft in der Weihnachtszeit. Warum? Die Gallenblase, und das ist so immer so der Mythos, ja, ich habe Probleme mit meiner Galle. Ja, die Galle ist im Grunde genommen eine Substanz, die wird in der Leber produziert. Die Gallenblase an sich ist immer so wie bei den Autos, wir hatten die Diskussion davor, das ist der Tank. Und die Galle wird halt in der Gallenblase gespeichert, und da, wo wir fettreiche Mahlzeiten genießen, vor allem in der Weihnachtszeit, dann kontrahiert sich, also die gespeicherte Galle kommt dann raus über einen Mechanismus am Körper. Das heißt, wenn wir halt was Fettreiches essen, jetzt in der Adventszeit oder Weihnachten und so weiter, dann sendet der Magen Signale an Hirn, und dann gibt es einen Mechanismus, der sagt, okay, du Gallenblase, jetzt musst du die gespeicherte Galle entleeren lassen, sodass wir die Möglichkeit haben, halt die Substanzen, die wir aufgenommen haben, ja, in unserer Nahrung, zu spalten. Ja? So, Galleflüssigkeit, da hat die Frau Professor Keitel-Anselmino alles ausführlich erzählt. Ich wollte mal als Chirurg, also als derjenige, der die Mechanik vom Ganzen verstehen soll, weil wir haben eher mit den Strukturen zu tun, im Gegensatz zu unseren lieben Kollegen von der Gastroenterologie, Hepatologie. Also von der Mechanik her, und damit wir halt einen richtig umfassenden Überblick haben, das ist die Gallenblase, und hier speichert sich die Galle. Ja? Wie Sie sehen, das Gallengangsystem, das haben Sie auch auf den schönen Abbildungen von der Frau Professor Keitel-Anselmino. Die Galle wird in der Leber produziert, und die läuft über ein Rohrsystem, über das Gallengangsystem in den Zwölffingerdarm rein. Hier, und wenn wir nichts essen, wenn wir im nüchternen Zustand sind, speichert sich die Galle in diesem Tank, in der Gallenblase. Und wenn der Körper die Galle braucht, dann kontrahiert sich die Gallenblase, und dann kommt in die andere Richtung die Galle über den Gang der Gallenblase in den Hauptgallengang in unseren Zwölffingerdarm. Das ist so die normale Mechanik. Also das ist so wie in unserem Garten, ne? Also das ist unser Schlauchsystem, und das ist ein geschlossenes System, ganz wichtig. So, das haben wir mal auch ausführlich gehört über Gallensäuren, Phospholipide, über die Balance.
Das werde ich mal alles überspringen. Cholesterin, Steine sind die häufigsten Steine. Und dann haben wir auch zahlreiche weitere Stoffwechselabbauprodukte, weil in der Leber werden auch viele Medikamente, andere Stoffe abgebaut. Die Leber ist im Grunde genommen das Herz und das Gehirn des Bauchs. Und das ist ein essentielles Organ. Die Leber kann man nicht ersetzen. Okay? Gut. So, über den Mechanismus, wie Gallensteine entstehen, haben wir auch ausführlich und sehr detailliert alles gehört. Hier haben wir die häufigste Art der Steine, das sind die Cholesterinsteine. Das sind meistens auch für die Chirurgen die Steine, die halt die Probleme machen. Und es gibt, ich gehe mal jetzt zurück, denn ich bin auch ein sehr interaktiver Mensch und ich sehr flexibel. So, wenn ich harte Steine habe, diese schwarzen Steine von der Frau Professor Keitel Anselmino, und die Steine sind auch klein, die haben ein erhöhtes Risiko, hier diesen zarten Gang zu verlegen. Dann habe ich das erste Problem in meinem Rohrsystem. Ja? Da kommt die Flüssigkeit nicht durch. Ist genau das Gleiche, wenn Sie auf den Schlauch treten. Da kommt das Wasser nicht durch und irgendwann platzt der Schlauch. Ja? Das ist das erste Problem. Das zweite Problem hat Frau Professor Keitel-Anselmino auch erwähnt. Diese Steine können auch hier den Hauptgallengang verlegen und dann kommen wir in die andere Richtung, wo wir die Story gehört haben. So, jetzt machen wir mal vorne. Allgemein gesehen, Risikofaktoren gibt es ganz viele. Im Grunde genommen kann alles Mögliche eine Rolle spielen. In der heutigen Zeit sehen wir, dass ballaststoffarme Ernährung, das Vorhandensein von Blutzuckerkrankheit und auch der Zustand nach Darmoperationen auch Faktoren sind, die im Grunde genommen dass die Bildung von Gallensteinleiden bevorzugen. Die 6F-Regel, die habe ich auch mitgebracht, kommt vom amerikanischen Female, 40, Fertile, Fatty, Fair and Family. Also das sind so die 6 Hauptfaktoren, die halt das Gallensteinleiden begünstigen. Was sind die Symptome? Denn nicht nur die Gastroenterologie, sondern auch die Chirurgie sieht ganz viele Patienten in der Notaufnahme, die im Grunde genommen mit rechtzeitigen Oberbauchschmerzen kommen, ein bisschen Übelkeit. Ja, Herr Doktor, heute habe ich das Essen nicht gut vertragen, mir war es übel, unangenehmes Gefühl und dann kam der kolikartige Schmerz. Das ist der normale Gang, wo jeder erfahrene Chirurg denkt, okay, das kann ein Problem der Gallenblase sein. Blähungen auch eine Rolle, Aufstoßen, Erbrechen auch, galliges Erbrechen. Und wenn wir mal dieses Symptom hier haben mit den Rückenschmerzen und ausstrahlende Schmerzen in die rechte Schulter, dann ist es ein Alarmzeichen, ich habe mit einer Gallenblasenentzündung zu kämpfen. Warum das? Es gibt reflektorische Zonen, also unser Körper ist voll mit Nerven, ne? Und diese Nerven, zwischen diesen Nerven gibt es auch Interaktionen. Das heißt, wenn ich rechtzeitig ein Problem im rechtzeitigen Oberbauch habe, dann ein großes Problem, dann strahlt der Schmerz nicht selten auch in die rechte Schulter aus. So, das ist im Grunde genommen die Topografie, ja, wie sich das Ganze entwickelt. Meistens fängt es hier an, deswegen denken viele, ja, ich habe Probleme mit dem Magen. Es kann auch sein, dass man denkt, ich habe Probleme mit der Gallenblase, aber ich habe tatsächlich ein Problem mit dem Magen. Aus dem Grund sind wir auch sehr eng in Kontakt. Das heißt, Patienten, wo wir den Verdacht haben, da könnte mit der Gallenblase was nicht stimmen und wir dann Richtung Gallenblasenentfernung tendieren, dann machen wir zum Ausschluss einer anderen Ursache, vom Magen zum Beispiel, machen wir auch eine Magenspiegelung, bevor wir operieren. Das gehört zu unserem präoperativen Setting. Also, um zurückzukommen, meistens fängt es hier an und dann wandert dieser Schmerz im rechten Oberbauch. Wenn ich ein großes entzündliches Problem habe im rechten Oberbauch, dann kann dieser Schmerz, wie gesagt, im Bereich der rechten Schulter ausstrahlen. So, wieder unsere Rohrsysteme ein bisschen besser dargestellt, zusammen mit den Problemen, die Gallensteine auslösen können. Ich betone nochmal,
das Vorhandensein von Gallensteinen in der Gallenblase hat überhaupt keinen Krankheitswert an sich. Jeder, Frau Professor Katel Anselmino sagte 15 bis 20%. Es gibt andere Studien, die sagen, jeder Dritte hier in Europa hat Gallensteine bzw. Gallenblasensteine. Einen Krankheitswert hat das Vorhandensein von Gallenblasensteinen, wenn diese einmal Probleme ausgelöst haben. Weil das Risiko, dass so ein Problem oder ein viel größeres Problem auftritt, ist viel größer bei Menschen, die schon eine Gallenkolik gehabt haben. Aus dem Grund wird auch großzügig die Indikation gestellt, die Gallenblase zu entfernen, wenn sie einmal Probleme gemacht hat. So, in unserem Rohrsystem zurück. Hier sieht man eine Gallenblase, die ist zart berandet. Hier sieht man auch Steine. Das erste Krankheitsbild, was Gallenblasensteine auslösen können, ist im Grunde genommen der Durchtritt von kleinen Steinen hier in den Zwölffingerdarm. Weil das löst eine Reizung aus und das nennt sich dann symptomatisches Gallenblasensteinleiden. Das ist das einfachste Problem, was man gut lösen kann. Die Cholangitis wurde auch erwähnt in dem Vortrag davor, ist im Grunde genommen die Entzündung der Gallenwege. Wenn ich irgendwo eine Verlegung habe, dann staut sich unsere Galleflüssigkeit. Das heißt, unser Rohrsystem leidet darunter. Ich habe einen Druck, die Schleimhäute sind beleidigt und das ist im Grunde genommen der Reiz für eine Entzündung der Gallenwege. Meistens haben diese Patienten Fieber, Schüttelfrost und denen geht es richtig schlecht. Das gravierendste Problem ist die sogenannte biliäre Pankreatitis. Was bedeutet das? Bauchspeicheldrüsenentzündung ausgelöst durch Gallenblasensteine. Das heißt, unser Steinchen hier kommt über den feinen Gallengang der Gallenblase in unser Hauptrohrsystem und bleibt hier stecken. Das heißt, und verlegt sowohl den Gallengang, also das Rohrsystem, das geschlossene Rohrsystem, wo die Galle ist, und das Rohrsystem von der Bauchspeicheldrüse, weil die Bauchspeicheldrüse hat auch einen Gang. Und wenn wiederum Bauchspeicheldrüsensaft zurückstaut, dann habe ich auch eine Entzündung, genau im gleichen Mechanismus wie mit der Gallenblase. So, Symptome, Fieber, Schüttelfrost, starke Schmerzen im Oberbauch, wenn die Gallenblase sich entzündet. Wenn die Gallenblase sich entzündet, dann habe ich eine klare Indikation, einen klaren Grund, auch innerhalb von 24 Stunden zu operieren. Ja, deswegen werden viele Gallenblasenoperationen im Notfall durchgeführt. Ja, ich habe jetzt mal die erste Computertomographie, weil ich habe viele mitgebracht als klinische Beispiele. Also die Computertomographie ist unsere Röhrenuntersuchung. Ja, also man geht in die Röhre rein, da kommt halt Röntgenstrahlung von allen Seiten und dann erzeugt sich ein super Bild, wie hier. Unsere Radiologen sind auch exzeptionell hier an der Uni und wir bekommen auch wunderschöne Bilder. Man sieht hier die Wirbelsäule, das sind die Rippen angeschnitten. Hier ist die Milz, das ist der Magen, hier ist die Leber und hier diese anhängende Struktur ist die Gallenblase. Und was fällt auf? Diese schwarze Pünktchen, ein bisschen anders wie beim Ultraschall, ein bisschen chirurgisch freundlich, weil Chirurgen sind so monosynaptisch und so mechanisch und die brauchen ein klares Bild. Und man sieht hier eine Gallenblase voll mit Gallenstein. Das hat an sich keinen Krankheitswert, nur wenn das Problem macht. Okay? So, jetzt kommen halt die Probleme. Und zwar, das ist wieder eine Röhrenuntersuchung, ein CT, wo die Schnittführung, das ist halt Corona, also man sieht so Slices, Scheiben vom Körper so in die Richtung, das andere war auf horizontaler Ebene. So, wieder zur Orientierung, das ist unsere Leber. Hier ist der Darm, so mit weiß kontrastiert, hier ist der Magen, das ist die Wirbelsäule, das ist die Hauptschlagader. Was fällt wiederum auf? Normalerweise, und ich scroll zurück, sieht eine normale Leber so aus. Das sind so Gefäße von der Leber und sonst gar nichts. Und wie auf den Ultraschallbildern von der Frau Professor Keitel Anselmino, man sieht hier irgendwas Schwarzes in der Leber. Also das heißt, ich habe überhaupt keinen Kontrast, das sind gestaute Gallenwege. Ne?
hier. Und man sieht hier eine große, schwarz gefüllte Blase. Das ist die Gallenblase, die halt enorm vergrößert ist. Wieder zurück, unser Gartenschlauch, wir treten drauf und der Schlauch dehnt sich aus. Genau das gleiche ist mit der Gallenblase. Normalerweise darf die Gallenblase so 8 cm im Durchmesser sein. Die ist deutlich über 8 cm, also man spricht hier von einem Gallenblasenhydrux. Das heißt, eine enorme Vergrößerung des Schlauchsystems wiederum oder eine Vergrößerung unserer Blase, ne? Also wie ein Luftballon. Und zudem haben wir hier gestaute Gallenwege, das heißt, irgendwo ist ein Stein drin und man sieht hier, ja, große Steine drin, ne? Das ist zum Beispiel, wenn die Gallenblase migriert mit einer Darmstruktur, sie hat sich entzündet und findet so einen Kurzschluss in den Darm und dann fließen mal die Gallensteine da rein. So sieht es aus, wie wenn der Hauptgallengang, also unser Hauptschlauchsystem gestaut ist, der darf normalerweise so 5-6 mm im Durchmesser sein. Ab 8 mm sagt man, ja, das ist leicht vergrößert, das ist deutlich drüber und hier irgendwo steckt ein Stein und dieser Stein hat im Grunde genommen den Hauptgallengang komplett verlegt. Es gibt Ausnahmesituationen, wo man mit dieser Untersuchung, die gezeigt wurde, die Gallensteine nicht zu bergen sind. Dann sind Chirurgen tätig und dann, das ist ein intraoperatives Bild von einer meiner Operationen, also hier muss man dann den Hauptgallengang über den Gallengang der Gallenblase aufschlitzen, die Steine so rausholen und dann wieder eine Drainage reinlegen, also ein anderes Schlauchsystem, sodass die Galle abfließt, sodass wir den Patienten von der gefährlichen Situation rausbringen. Ja, so sieht es aus, wenn die Gallenblasensteine eine Bauchspeicheldrüsenentzündung auslösen. Hier ist die Bauchspeicheldrüse, also wiederum Computertomographie, Röhrenuntersuchung. Hier ist die Leber, das ist die Niere, hier angeschnitten die Milz und hier dieses geschlängelte Organ ist die Bauchspeicheldrüse. Und die, also für einen erfahrenen Radiologen oder Gastroenterologen oder Chirurgen, sieht man, die ist ein bisschen beleidigt. Ja? Man hat so hier ein bisschen Fettgewebsimbibierung, also das Gewebe ist halt ein bisschen mit Flüssigkeit gefüllt. Das ist ein Zeichen von einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und im anderen Abschnitt sieht man hier so schwarze Areale. Das ist halt ein Zeichen einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, ausgelöst durch einen Steindurchtritt. Ja, diese Bauchspeicheldrüsenentzündung läuft meistens sehr gut in den Händen von den Gastroenterologen. Es gibt aber Ausnahmefälle, wo diese Bauchspeicheldrüsenentzündung eine Maximalform bekommt. Und diese Maximalform ist da, wo das Organ an sich sich selber auflöst. Ja? Man spricht dann mit medizinischen Termini von einer nekrotisierenden Bauchspeicheldrüsenentzündung. Nekrose kommt von meiner Muttersprache, das spricht für Tod. Ja? Also da geht das Organ runter. Ja? Weil die Sekrete von der Bauchspeicheldrüse gehen nicht via naturalis in den Zwölffingerdarm. Die kommen halt irgendwo in der Umgebung und dann verdaut sich das Organ selbst. Und dann haben wir halt solche spektakuläre Bilder von Operationen. Also es gibt einige Patienten, die müssen dann operiert werden, weil die sind halt in der Blutvergiftung. Das ist ein hochgefährliches, lebensbedrohliches Krankheitsbild, diese nekrotisierende Pankreatitis. Und das muss man nicht selten operieren, wenn das außer Kontrolle gerät. Und dann sieht man hier sogenannte Kalkspritzer. Das ist so die Vorläufer dieser Nekrose bzw. die Zeichen der ausgeprägten Entzündung. Und dann sieht man hier, wie das Gewebe sich komplett verdaut hat. Ja, schwarzes Gewebe, Nekrose. Und das muss dann der Chirurg komplett ausräumen. Also den Körper von diesem toten Gewebe, von diesem Nekrosematerial befreien. Ja, zur Diagnostik. Wir haben das riesengroße Glück, eine hervorragende Ultraschallabteilung an der Uni zu haben, von der Frau Professor Kadel Anselmino. Man sieht hier das klassische Bild der Gallenblasenentzündung. Normalerweise ist die Gallenblase eine zarte Blase an der Leber hängend. So. Und hier sieht man eine ganz dicke Wand mit sehr viel
mit sehr viel Echo. Und man sieht so, man kann hier so drei Schichten erahnen. 1, 2, 3. Das ist ein pathognomonisches, sagen wir mal so, Medizin. Also das ist ein Beweis, dass ich eine Gallenblasenentzündung habe. Ja, bei der Diagnostik nur bei schwierigen Fragestellungen, da kann man halt natürlich auch MAT oder andere Untersuchungen machen, CT, wie ich Ihnen das gezeigt habe. Die ERC, das ist diese endoskopische Untersuchung, die schon gezeigt wurde. Und für uns Chirurgen sind im Labor die sogenannten Entzündungswerte ganz wichtig, um zu verifizieren, um zu objektivieren, habe ich eine Entzündung im Körper oder nicht. Und die sind die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten und noch ein anderer Entzündungsmarker namens C-reaktives Protein. Ja, was macht man bei der Therapie? Also Gallensteinleiden, was komplett asymptomatisch ist, da macht man keine Therapie. Also ich bin ein sehr operationsfreudiger Chirurg, aber der richtige und der gute Chirurg ist derjenige, der auch die Indikation richtig stellt. Und wenn es kein Problem gibt, dann darf man auch nicht operieren. Ja? Aus dem Grund, das alleinige Vorhandensein von Gallensteinen in der Gallenblase hat keinen Krankheitswert. Wenn das aber symptomatisch wird, dann ist der Goldstandard heutzutage die sogenannte laparoskopische Cholezektomie. Das ist die minimalinvasive Variante von der Gallenblasenentfernung. Früher wurden halt riesengroße Schnitte hier gemacht. Es gab auch den Spruch, großer Chirurg, großer Schnitt. Mittlerweile hat sich die Technik sehr entwickelt. Seit den 90er Jahren haben wir als Standardoperation für die Gallenblasenentfernung die minimalinvasive Variante. Das ist im Grunde genommen die Schlüssellochprinziptechnik. Das zeige ich nochmal. Und im Ausnahmefall offen, wenn das natürlich minimalinvasiv nicht geht. Dann die zweite Indikation ist die Entzündung der Gallenblase auf dem Boden von Gallensteinen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Man kann natürlich auch mit Antibiotika anfangen, vorübergehend, aber an sich ist die Gallenblasenentfernung der Goldstandard und das absolute Muss, wenn eine Gallenblasenentzündung vorliegt. Ja, wie macht man das? Es gibt, wie gesagt, die offene Variante. Das ist so das traditionelle Verfahren über den Bauchschnitt. Laparoskopisch ist mittlerweile und heutzutage der Standard. Und seit einigen Jahren haben wir auch den Luxus der Weiterentwicklung der Technik mit der roboterunterstützten Chirurgie. Ein sehr teures Verfahren, aber Sie werden das auch von den Bildern sehen, also richtig spektakulär und richtig Hightech. So, wie macht man das? Offene Cholezektomie. Es gibt Situationen, wo man offen die Sache angehen muss. Wenn wir so eine Situation haben mit dieser nekrotisierenden Bauchspeicheldrüsenentzündung, dann ist das offene Verfahren tatsächlich Mittel der Wahl. Und dann in dem Kontext kann man auch die Gallenblase über einen sogenannten Rippenbogenrandschnitt hier entfernen. So, das ist auch eine historische Abbildung. Im Grunde genommen, was macht da der Chirurg? Man schält die Gallenblase vom Gallenblasenbett raus, weil die Gallenblase hängt an der Leber, ja, auf der einen Seite. Und dann versucht man den kleinen Gang zu finden von der Gallenblase, von dem Hauptgallengang zu differenzieren und den unterbindet man. Da gibt es auch meistens ein Gefäß, was die Gallenblase mit Blut versorgt. Das muss man auch unterbinden und ligieren. Und so holt man die Gallenblase raus. Heutzutage arbeiten wir mit Laparoskopie, beziehungsweise 95% der Gallenblasenoperationen bei uns in der Klinik, und ich habe eine ganz frische Statistik, werden laparoskopisch operiert. Und wie funktioniert das? Ich habe auch das entsprechende Instrumentarium mitgebracht. Man macht in der Regel 4 kleine Schnitte. So, der erste kleine Schnitt kommt ungefähr in der Nabelregion, direkt oberhalb des Nabels. Da kommt ein Schnitt von ungefähr 10 mm Hautschnitt. Dann nimmt man dieses Trokar. Hier gibt es ein Mandron. Und dann so komme ich durch die Bauchdecke durch. Und wenn ich durch die Bauchdecke in die Bauchhöhle drin bin,
dann ziehe ich diese Mandarinen raus und dann bleibt diese Hülse drin. Hier am Seiteneingang kann ich Luft hinzufügen. Wozu brauche ich die Luft? Um den ganze Bauchhöhle aufzublasen. Ich schaffe mir einen Raum, so wie im Zelt. Ne? Und dann, wenn ich mal über meine Bauchhöhle das drin habe, dann kann ich hier meine Kamera, ja, die Frau Professor Katja Lanzelmino hat eine implantierte Kamera an ihrem Endoskop. Ich habe eine andere Kamera, die halt drüber reinkommt. Und dann kommen noch drei weitere Schnitte, wo dann die Instrumente reinkommen. Und so operiert der Chirurg. Also hier sind wir auf Hautebene des Patienten. Und der Chirurg führt seine Instrumente so rein und operiert dann mit überlangen Instrumenten von der Ferne. Das ist zum Beispiel ein Clip-Applikator. Den benutzen wir zur Unterbindung von diesem Gang der Gallenblase und von dieser kleinen Schlagader, die im Grunde genommen zuständig ist für die Blutversorgung der Gallenblase. Und dann kommen hier Clips raus, so eins, zwei, und dann kann ich mal durchschneiden. So funktioniert es ganz einfach. Das ist auch die kleine Variante davon, 5 mm Trokar. Also der Standard hier ist ein 10 mm Trokar und normalerweise 3 5 mm Trokare. Genau das gleiche Konzept und das bleibt drin. Hier kommt wieder die Luft rein, ne? Immer ans Rohrsystem denken. Und dann kommen halt die feinen Instrumente hier rein. Ich glaube, das passt auch hier rein. Ja, genau. Das können Sie dann in aller Ruhe anschauen und damit spielen. Okay, so funktioniert im Grunde genommen die Gallenblasenentfernung laparoskopisch und dann holt man in einer Tüte die Gallenblase mit den Gallensteinen über diesen Trokar raus. Ganz einfach, ohne den Bauch aufzumachen, ohne gar nichts. Ja, so sieht, das ist das Bild, was der laparoskopische Chirurg hat. Das ist eine massiv entzündete Gallenblase. Und hier operiert der Chirurg mit seinen Instrumenten, das ist die Leber. Tut mir leid für die Bildqualität, aber ich hatte nichts Besseres. Und das ist jetzt die, nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Um ehrlich zu sein, für andere Indikationen, für Gallenblasenentfernungen, sind wir auf die Laparoskopie fixiert, weil die genauso effektiv ist wie die Roboterchirurgie und preiswerter. Und in der heutigen Zeit muss man auch auf den Preis achten, ne? In unserem Gesundheitssystem. Aber mit der robotischen Variante, das ist der Roboter, ja, der wird angeschlossen, so mit diesem Hülsensystem und der Operateur ist nicht im sterilen Zustand und operiert von der Ferne, das ist die Konsole. Hier gibt es ein Kabelsystem, was im Grunde genommen mit dieser Krake hier verbunden wird und dann operiert der Chirurg halt von der Ferne und man hat hier viele Möglichkeiten, die Gallengangssysteme mit Kontrastmittel, das ist so, dass dieses Induzieren in Grün, darzustellen, um sicher zu sein, ja, wo ist mein Hauptgallengang, wo ist meine Gallenblase, wo ist der zarte Gang der Gallenblase. Das ist ein bisschen Hightech, macht sehr viel Spaß und ist ergonomisch definitiv eine bessere Variante und sehr chirurgenfreundlich. Ja, so sieht es dann aus, ja, mit den Steinen. Die Fotos haben Sie schon gesehen. Das war meine letzte Folie. Ich bedanke mich herzlichst für die Aufmerksamkeit.